Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Shapes.io hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sehen hier Stauzis und hier ist noch freiweg immer ein bisschen was los. Das liegt jetzt wirklich daran, dass jetzt quasi gleich viel überall ankommt, aber halt eben dann Schwierigkeiten da sind, ja, auf der einen Seite das dann zu verbauen, weil ja, ne, das was hier in dem Stau drin ist, das ist da halt einfach mal drin. Das kriegen wir da auch so schnell nicht raus. Wir könnten theoretisch hier sozusagen eine Brücke einbauen, die das dann einmal durchteilt hier, damit dann stehengebliebene oder übrig gebliebene. Jetzt lässt der bloß jeden halben durch. Das ist natürlich auch doof. Wieso ist denn das jetzt? Warum teilt sich das denn hier so doof auf? Weil wir hier einen komplett leeren haben, ne? Das ist doof. Das können wir natürlich nicht machen. Jetzt mache ich alles wieder kaputt. So. Gut, dann lassen wir es lieber so laufen. Dann ist der obere dann ab und zu mal ein bisschen voller und könnte dann hier sozusagen mit ein bisschen mehr Sachen transportieren und da runterbringen und dann könnte sich das irgendwann ausnivellieren. Also da gibt es Möglichkeiten, Mittel und Wege, aber die haben wir jetzt erstmal hier nicht so richtig parat. Ich könnte, theoretisch könnte ich... Ja doch, ich müsste das Futter ein bisschen wieder nach oben legen hier einfach, ne? Ich müsste das einfach hier so dranlegen. Und da so runter. So, und dann müsste ich jetzt einfach da nochmal... So. Dann sollte sich das jetzt auch da aufteilen. Es sieht aber alles ein bisschen schwierig aus, sozusagen von der Optik her. Muss man ehrlich sagen, aber dann kommt hier vielleicht ein bisschen mehr an. So, es ruckelt auch schon mächtig, das Spiel. Das muss ich auch sagen. Das hat auf jeden Fall den Factorio besser hingekriegt, dass das nicht so ruckelt. Aber gut, so, wir haben den Vierfachteiler jetzt bekommen. Und das müssen wir jetzt natürlich ausnutzen. Dazu müssen wir an eine Stelle hin, wo wir einen Kreis haben. Oder wo wir Kreise kriegen. Denn wir brauchen Kreise und Sterne. Hier hätten wir Sterne. Das ist schon mal ganz gut. Und da haben wir Kreise. Ist ja da noch in der Nähe. Das kann man dann hier hochtransportieren und hier verarbeiten. Das müssen wir natürlich auch einfärben. Einmal rot und einmal weiß, soweit ich weiß. Und dann den Stern grün machen. Naja, gut, okay. Hier hätten wir auch Kreise noch, die wir abbauen könnten. Hier hätten wir Kreise. Da hätten wir Kreise. Ist irgendwo ein Stern in der Nähe. Hier mal Kreise. Da haben wir Kreise. Kreise, Stern. Hier. Oh, das ist ideal Standard hier. Das sieht ja richtig gut aus. Nehmen den Templates. An den Hub kommen wir von der Seite auch noch mit was ran. Das heißt, wir könnten hier oberhalb dann zurück und dahin. Alles klar. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir hier unseren Bauplatz gefunden, wo wir das erste Mal den Vierfachschneider sozusagen verwenden, wo unsere Kreise quasi in vier kleine Teile geteilt werden. Die müssen dann gefärbt werden. Ich weiß nicht, ob ich sie vorher noch zusammenlege oder ob ich sie nicht zusammenlege, aber... theoretisch können wir das so ja machen. Das heißt, also, wir werden jetzt so erstmal gucken, wie funktioniert, upsala, wie funktioniert dieser Vierfachteiler, den werden wir uns jetzt erstmal angucken. So, dann haben wir hier nämlich unseren Kreis, dann nehmen wir hier den Teiler und da gibt es jetzt den Vierfachteiler. So, und dann nehmen wir das so und dann würde ich mal behaupten, dass wir jetzt hier sozusagen jedes Viertel für sich haben. So, ja, das ist doch schon mal ganz gut. Wie schnell ist der? 3 Items pro Sekunde. Das heißt, ich bräuchte mindestens... Und dann müsste ich das alles entflechten. Dann müsste ich das alles entflechten und so hinbringen, dass das dahin läuft, wo es hinläuft. Naja, gut, okay, ne, das kriegen wir hin. Warte mal, nee, dann lasse ich hier lieber Lücke noch. Wegen Entflechtung und so. Ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. 1, 2, 3, 4, 5 brauche ich auf jeden Fall davon, damit ich dann 16 mal, 5 mal 3 sind 15, also 15 mal sozusagen die Teile rauskriege. So, 1, 2, 3, 4. So. Und dann muss das in Flechten losgehen, ne? Das heißt also hier, der geht nach da. Der geht nach da. Der geht nach da. Der geht erstmal in der Höhe los. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir können da ja nicht unterirdisch, doch wir könnten hier unterirdisch werden.
Und ihm den Platz lassen. Für das Förderband. Dann müssen wir dieses aber quasi hier alles um eins länger machen. Und dann müssen wir nämlich hier da durchgehen. Und dann brauchen wir da, warte mal, da brauchen wir den zusammenführen. Ne, den hier. So, den machen wir da davor. Den machen wir hier hin. Den machen wir hier hin. Und den machen wir hier hin. Ne? Ach, der steht falsch rum. Schade. Na gut. ja, beim nächsten Mal. So. Wieso steht der falsch rum? Der muss so stehen. So, so. So und so. Dann können wir nämlich sagen, hier, so. Und hier. Und der läuft denn hier durch? Warte mal, nee, das müssen wir verlängern. So. Und der muss dann. Brauchen wir den längeren. Nee, Tunnel. Okay, längere Variante. Bis dahin. So. Gut. Das muss dann sich dann einfach nur verbinden hier, ne? Dann machen wir jetzt hier mal mit Shift-Klick. Nee. Da hoch. Daran. Achso. So rumlaufen. So. Das daran. Das daran. Gut. Heißt also jetzt im Groben und Ganzen, dass wir dann hier nochmal Shift-Klick. Shift-Klick, Shift-Klick. Naja, gerade. Wäre cool. So, und dann drücken wir jetzt die Steuerungstaste hier. Warte mal, nehmen das jetzt weg. Steuerungstaste hier gedrückt. Und nehmen das mit. Von mir aus bis dahin. D gedrückt. Da davor gebaut. Da davor gebaut. Da davor gebaut. So, jetzt müssten immer die richtigen Kreise auf der richtigen Seite liegen, ne? Hoffe ich zumindest. Und wir machen, wie viel haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5 habe ich gemacht. Ach komm, ich mache noch einen 6. unten dran hier oder oben drüber. Ach komm, machen wir oben drüber. So komplett, wie es hier ist. Steuern, Copy. Einfach da oben drüber nochmal. So. Okay. So, dann brauche ich jetzt, naja, da kann ich auch fast einzelne nehmen. So, dann nehmen wir den für oben. Unten, unten. Unten. So, und der kommt auch. Dann. So dahin. So dahin. So, das heißt dann jetzt erstmal diesen Kreis da dran, den Kreis da dran. Den Kreis da dran. Könnten auch schön machen. So. Nee. Nee. So. So. Und so. Gut. So, jetzt müsste das hier relativ gleichmäßig aussehen, ne? Ja, das ist schon mal schön. So, gut. Jetzt können wir uns schon entscheiden, wollen wir jetzt 4 Färbestationen haben oder wollen wir weniger Färbestationen haben und wollen wir mehr Zusammenlegestationen, also denn die Zusammenlegestationen brauchen wir ja trotzdem. Das heißt also, um Ressourcen zu sparen, also wenn wir jetzt Ressourcen sparen wollen, müssten wir es jetzt schon zusammenlegen. Das Teil und das Teil können wir zusammenlegen, weil das kriegt ja eine Farbe und das Teil könnten wir zusammenlegen. Das kriegt ja auch eine Farbe. So. Was ist hier los? Achso, weil der voll ist. Alles klar. Nö, das ist okay. Das ist vollkommen okay. So, das heißt also, wir bräuchten jetzt eigentlich 2 Zusammenleger. Der eine, der nachher für weiß zuständig ist. Und einer, der nachher für, welche andere Farbe ist das? Rot. Rot ist ja mal einfach. Das brauchen wir bloß abbauen, rein in den Färber geht's. Und dann brauchen wir noch ein bisschen weiß dafür. Naja gut, das kriegen wir ja auch noch zusammen. Das Förderband können wir vielleicht eventuell hier oben drüber legen oder da können wir auch andere Sachen machen hier, was dann da passiert. Das sieht ja sowieso alles grauenhaft aus. Naja, egal. Aber es läuft und das ist das Wichtige. So, hier warten wir ja drauf, dass das kommt, damit Mischer und Färber ein bisschen schneller werden. Und hier oben sind ein paar ja fleißig am Arbeiten noch dran, dass da auch ein bisschen was kommt. Interessant ist, dass wir jetzt hier diese Ecke theoretisch sozusagen mit so einem Vierfachschneider habe ich diese Eckenproduktion? Die habe ich gar nicht mehr, ne? Die hatte ich mal hier drauf stehen. Ne, wo ist denn das hier? Wo ist mein Hub? Hub, Hub? Da ist mein Hub. Die hätte ich hier mal draufstehen, ne? Diese Eckenproduktion, die machen wir schon gar nicht mehr. Naja, gut. Okay. So. Von den Copy-Dingen. Ach, hier, guck mal. Die müssen. Ach,
hier habe ich jetzt das nächste für die. Oh, das habe ich auch noch gar nicht gesehen, was ich da machen muss. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist denn der Hub? Was kriege ich denn dafür? Färber zweifach. Was heißt ein Färber zweifach? Na egal, das werden wir dann sehen, wenn wir da so weit sind. Also da müssen wir ja auch nochmal so lustige Sachen machen mit Sternen. Boah, das ist, mit dem Stern haben sie es aber raus, ne? Da müssen wir noch eine andere Stelle finden, wo wir den so abbauen können, wie wir es da hinten machen. Das sieht anders aus. Naja, werden wir schon noch eine Stelle finden, wo wir den so abbauen können und dass wir dann da in der Nähe dann noch diese Diodenform, die haben wir ja generell und die Kreisform haben wir generell auch. Naja gut, okay, das kriegen wir dann hin. Also, ich brauche jetzt hier von den Templates, ich will es erstmal zusammen merchen. Und zwar will ich zwei zusammen merchen in die eine Richtung und zwei zusammen merchen in die andere Richtung. Da könnte ich das eigentlich direkt hier so nehmen. D gedrückt halten, das sind ja meine Mercher. So, und wenn ich die jetzt hier quer lang lege, hätte ich gesagt, dann sieht das schon mal ganz gut aus. Muss ich nur das Förderband denn da, den Anschluss richtig machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Brauche ich überhaupt noch so viel? Na, egal. Gucken mal. Mercher ist der gewesen. 2 Items pro Sekunde sind wir bei 18. Jo, das passt. Das passt mit 9. Gut, jetzt müssen wir natürlich hier die Förderbänder dementsprechend entknoten oder verknoten, so wie wir sie brauchen hier. Das heißt, dieses Förderband werden wir jetzt einfach nehmen hier und werden das einfach hier anschließen. Und dazu nehmen wir dieses Förderband und schließen das da an. Und dann werden wir hier einen Tunnel unterbauen. So, und dann werden wir dieses Förderband einfach mal daran und dann daran und dieses Förderband dann einfach da anschließen. So, und dann sehen wir, dass diese Merger jetzt so uns ein Produkt geben, welches eigentlich genauso aussehen müsste. Genau, wir haben den Propeller und wir haben der letzte macht was falsch. Wieso macht denn der letzte das falsch? Ich mache da alles richtig. Die liegen so rum. Wieso macht denn der solche da draus? Was ist denn da passiert? Macht ihr die immer da draus? Gucken wir mal. Nö, jetzt sind sie richtig. Was ist das denn? Na gut, okay. Ist ja nicht weiter schlimm. So. Kuh. So. Da ist immer mal einer. Da liegen unterschiedliche Dinger drauf. Wie kommt das zustande? Na, da haben wir uns ja einen Bock geschossen. Okay, also die kommen immer mal wieder falsch schon raus. Ach, du verahnst es ja nicht. Da haben wir echt einen Bock geschossen. So, die liegen hier auch schon so verkehrt rum drauf, ne? Okay, dann muss das mal leer laufen lassen hier. Warte mal, Moment. Ich muss da mal einen Mülleimer hinten dran stellen. Uiuiui, da haben wir ja Mist gemacht. So, machen wir hier einen Mülleimer dran. Machen wir hier einen Mülleimer dran. So, lassen wir das Förderband leer laufen. Dann machen wir hier noch einen dran, dann geht das schneller, ne? Und da noch einen dran. Da noch einen dran. Und jetzt sollten alle Förderbänder irgendwann mal leer sein. So. Okay, da haben wir ja noch einen ganz schönen Bock geschossen hier unten. Eieiei, das, Upsalat. Das war jetzt so nicht eingeplant, muss ich sagen, dieser Bock. Aber wir müssen das natürlich hier unten auch so machen, dass die dann das da rankriegen, wo es dran gehört. Sonst
passieren dort Dinge, die nicht passieren sollen. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, ob die denn noch die richtigen Dinge zusammensetzen. Wie sieht das aus, was hier oben zusammengesetzt wird? Das sieht gut aus. Nee, das sieht auch nicht gut aus. Also hier war schon wieder ein Falscher dabei. Das fliegt aber auch so schnell daran vorbei, das sieht man auch nicht, ne? So, Mülltonne mal weg hier hinten. So, Mülltonne hier mal weg und da mal weg. So, die sehen alle gut aus. Und die sehen auch durch die Bank weg alle ganz gut aus. Hier sieht es auch aus, als wenn immer die gleichen drauf liegen. So, eine Mülltonne am Ende? Nee. Das sieht erstmal schon mal ganz okay aus. Ich glaube, so können wir arbeiten. So, okay. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir müssen... Die Teile müssen rot werden hier und die Teile müssen weiß werden. Nun gut. Da müssen wir jetzt erstmal weiß herstellen. Aber das ist ja gar kein Problem. Weiß herstellen. Also wissen wir, wie es geht. Dann nehmen wir einfach den hier, ne? Oder wir nehmen einfach den Trakt hier. Das ist, glaube ich, weiß herstellen auf Profi-Art. Ja. Dann nehmen wir den hier komplett einmal hoch. So. C gedrückt. Kostet uns 2000 Copy-Teile. Davon haben wir 58.000 auf der hohen Kante. Das sollte uns dann nicht weiter stören. So. Also, wir müssen weiß herstellen. Das heißt, ich brauche mal rot, grün und blau in der Form, dass ich die hier einfach dran pappen kann. Ich denke mal, wenn wir hier einfach weiß machen, dann ist das okay, weil da haben wir alle Farben in der Nähe. Wir müssen aber bloß aufpassen, dass wir mit den Sternen auch noch in die Nähe kriegen, ne? So, alles klar. Dann nehmen wir auch nach oben den Ausgang. Das ist ganz cool soweit. Dann machen wir uns hier jetzt... wie viel machst du? 2,4 Items pro Sekunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann haben wir das zumindest schon mal. Die Sterne, dann müssen wir nochmal gucken, dass wir die dann hier unten vielleicht eventuell langlegen und dann da das Rot dran machen und dann hier einfach rot färben oder so. Wir müssen das da oben erstmal vorbereiten. Okay, so. Dann heißt es jetzt Förderband legen. Einführen. Volles. Merkwürdig, dass der so ein bisschen leer ist, aber das könnte an der Mülltonne gelegen haben, die da hinten noch nach. So, dann müssen wir jetzt erstmal, wo muss ich denn hin? Ah, kann ich gerade hoch? Ich kann gerade hoch. Das geht schon mal und dann da dran. So, jetzt habe ich irgendwo einen Knick drin, ne? Naja, gut, okay. Dann gehen wir bis dahin. Relativ gerade hoch. Das sollte jetzt noch keine Farbe ergeben. Weil auf den dritten Eingang kommt ja nichts. Gut. Das haben wir schon mal gut hingekriegt. So, dann müssen wir jetzt nochmal. Hier rüber. Hoch. Falsche Taste. Daran. So. Und jetzt müssten wir weiß kriegen. Sehr gut. Da haben wir weiß. So, dann haben wir hier nochmal rot für die anderen Teile. So, das heißt also, die müssen jetzt in eine Färbestation mit den weißen Teilen. Also die Teile müssen weiß werden, richtig? So lang ist weiß, genau. So, gut, dann Mantau. So, das heißt also, jetzt brauchen wir eine Färbestation. Färbestation. Sind semi-professionell. Meine Templates nutze ich gar nicht, ne? Das ist natürlich auch schon wieder... Naja. So, oben den Ausgang lassen. Oder unten den Ausgang. Nehmen wir mal unten den Ausgang hin, ne? Steuerung, Klick. So. D gedrückt halten und dann kriegen wir das Ding hier. Dann fliegen wir hier mal schnell rüber. So, dann müssen wir jetzt hier sozusagen die müssen rot und die müssen weiß, ne? Wir behalten oben den Ausgang. So, dann kommt hier die Farbe von unten ran. Das kriegen wir auch hin. So, und hier, die kriegen dann auch von einer Seite die Farbe. Werden rot gemacht. So. Okay. So. Hier können die Objekte erstmal dran. Hätte ja auch mal gerade gebaut werden können. Naja, gut. So, hier können die Objekte dran. Nein, nach unten die muss. Naja, gut. Ne, die Objekte nicht. Huch! Falsch! Falsch! Oh, schon wieder eine Mülltonne. Mülltonne. Mal weg den Scheiß. So. Okay. Die Objekte müssen hier dran.
So, dann haben wir einen Schuh draus. So, dann haben wir jetzt erstmal die Objekte. So, dann muss... Na, das Rot kann ich jetzt hier nicht verlängern. Dann muss ich hier nochmal rot machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Förderbänder mit Rot. Das taucht dann hier mal unten drunter durch. Nach, von mir aus bis dahin und dann da das Förderband Rot dran. So, jetzt müssen wir hier. Was für ein Teil da? Ist schon wieder ein Teil Scheiße dabei. Weg damit. So, gut. Aber sonst sehen die Roten alle ganz gut aus. Und dann müssen wir das Weiß natürlich noch hier oben transportieren. Wie sich das gehört natürlich. Alles schön einzeln. So, dann da einen Förderband dazwischen. Hier einen Förderband. Da oben noch nicht hin. Was macht der denn heute? Heute ist aber auch wirklich unkondensiert. Ein neues Upgrade ist verfügbar. Das ist auch schon mal schön. Und dann hier das Weißdach hoch. So, und jetzt müssten die anderen alle weiß werden hier. So, da sind auch noch ein paar Scheißteile dabei. Das war wieder klar, ne? Dass wir das vielleicht nie gekriegt haben. Okay, Mülltonne. Die Mülltonne rein hier. Jetzt sehen die alle gut aus hier, ne? Gut. Okay, jetzt haben wir das Weiß, das Rot. Das heißt, jetzt müssen wir noch mal einen Merger bauen. Aber wir brauchen uns noch einen. Und dann nehmen wir Ausgang unten. Den hier. So, diesen Merger nehmen wir und schicken das Material in hier nach unten runter. So. Und bauen das da mal dann drauf. Das heißt, wir brauchen jetzt so ein Ding. Oh Gott. Also das mit den Förderbändern bauen, da muss ich ja wirklich nochmal ins Trainingslager. So, den da dran. Und den da dran. So, und dann wird das hier gemerged. Und dann müsste das schon mal... Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich würde sagen, das sieht schon mal sehr gut aus. Da können wir schon mal mit arbeiten. Gut, und jetzt müssen wir nur noch die Sterne in Rot, ne? Das heißt, wir brauchen eine Färbestation. Das ist eine Färbestation? Das ist eine Mischstation, ne? Wir brauchen hier so eine Färbestation. Von mir aus mit dem Ausgang oben. Das nehmen wir mal mit. Oh, C gedrückt. So, kostet 1200. Leute, den Preis, den kennen wir ja schon. So, dann setzen wir den hier einfach mal drauf. In die Richtung. Zack. So, dann machen wir hier 1, 2, 3, 4. Ist das rot der Stern? Ich muss nochmal nachgucken. Grün ist der Stern. Ist klar. Steuerung, kann ich die auch alle löschen? X. Okay. Ausschneiden. Dann müssen wir grün machen. So, dann machen wir hier grün. Ist ja kein Problem. Dann kommen wir hier auch dann näher ran und können hier noch einen Merger gleich dahinter machen. Und dann müssen wir uns ja bloß noch zurückführen hier oben an den Templates ran vorbei und rein in den Hub. Und dann haben wir das ja für heute auch geschafft. So. Eieieiei, das ist ja, war ja fast gefährlich. So, also, jetzt müssen wir hier mal ganz kurz die Jungs hier, runter. Bis wo müssen die denn ran? Moment. Die Objekte müssen hier dran. Werde mal auswählen. Da nicht. Da lang. Da lang. So, dann müssen wir hier mal ein bisschen grün rausholen. 2, 3, 4, 5, 6. Grün hier ran. Und dann müssten wir diese grünen Sternchen hier kriegen, ne? Sehr schön. So, jetzt müssen wir noch den Merger bauen hier wieder. Ah, Merger. Merchandise. So. So. Was ist denn das? Ach, da hat irgendwas hin, die überhaupt nicht hingehört. Naja, ist ja. So, und dann müssen wir dann mal hier hin. Können wir ja ruhig hier dicht rangehen. So, dann gehen wir dann. Wie rum muss denn das überhaupt? Der muss oben drauf. Das heißt, das ist die Basis hier. Das ist die Basis. Das ist das, was oben drauf muss. Und dann müssten die genauso aussehen, wie wir sowas brauchen. Sehr schön, die können wir wegreißen hier. So, und dann machen wir jetzt noch ein Förderband, was wieder zur Base führt, ne? Kennen wir ja schon.
an den Hub. So. Und dann gucken wir mal. Und dann sehen wir. Der eine, der sieht nicht gut aus. Wie sieht der denn aus? Mal ganz kurz hier. Stopp mal. Der sieht ja komisch aus. Naja. Gut. Gibt halt eben doch ein paar. Ich weiß nicht, ob er das verstopft jetzt nicht. Weil die nicht annehmen will. Oder er nimmt die einfach an und schreibt hier uns gut. Vielleicht müssen wir die Figur ja mal irgendwann machen. So. Okay. Jo, er hat sie einfach gefressen. Auch wenn sie falsch aussieht. Das stört ihm nicht weiter. So, wir hoffen mal, dass nicht allzu viele verkehrt aussehende hier dazwischen liegen. Aber bis jetzt Qualitätskontrolle, wenn wir sie hier machen, sieht erstmal ganz gut aus. Das heißt, wir haben jetzt sowieso erstmal hier noch ein Upgrade für den Extractor. Ah ja, der wird dann noch 8-fach schneller. Also dann geht da jetzt richtig was am Extractor. Dann kommt nochmal ein bisschen was dazu hier von der Geschwindigkeit. Das dürfte dann hauptsächlich hier die Dinger dann freuen. Ne? Also na gut, die Schneider sind jetzt natürlich noch das Langsame. Und dann dürfte es jetzt hier oben Extremstau geben. Ja, das könnt ihr jetzt, das war jetzt so zu erwarten. Ah, hier hat sich sowieso schon ein bisschen, keine Ahnung, was das war für ein Verziehen. Also auf jeden Fall kriegen wir jetzt mehr aus den Extractern raus. Das ist schon mal gut. Das, ja, sorgt dann an anderen Stellen halt für Stau. Hier ist das Förderband komplett voll mit allem. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, und hier, wo wir die Sterne pur reinmachen, das müsste jetzt auch ein bisschen voller liegen, das Förderband. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Wir haben heute dieses Element hergestellt, haben einen ganz schön großen Bereich bebaut dafür. Ne? Das muss man ehrlich mal sagen. Also da haben wir schon ordentlich wieder Platz aufgefressen hier, wo vielleicht ein paar andere Sachen sinnvoll machen könnten. Hier haben wir zum Beispiel diese Diodenteile, die wir brauchen für das nächste Bauteil. Für dieses Bauteil. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das denn, vielleicht das Förderband ein bisschen verlegen oder sowas. Aber ich muss halt eben diese komischen Winkel hier, ne? Der hier ist ja einer dran, den wir gebrauchen können. Aber da ist nur einer dran. Wir brauchen ja 4 davon. Das heißt, wenn dann dieser komische Winkel, dann hätte ich gerne einen mit 4 Ecken davon. Also zumindest schon mit mindestens 2 davon. Da müssen wir mal gucken, dass wir die hier irgendwo finden. Da ist auch nur ein so ein Winkel dran. Die sehen aber auch alle unförmig aus hier. Das ist ein Stern, da ist ein so ein Winkel wieder dran. Also, wie gesagt, da müssen wir mal rumgucken, ob wir den nochmal irgendwo sauber finden. Also so schön, wie wir den da oben gefunden haben. Oder 2 dran waren. Das war schon eigentlich sehr erfolgreich gewesen, glaube ich, die Suche. Hier haben wir dieses Teil. Nee, Mann. So ein Teil wirklich nie nochmal. Hier. Nee. Auch nur eine so eine Ecke dran. Na gut, also, das ist also quasi der Auftrag fürs nächste Mal. Ein bisschen Forschung betreiben. Wo finden wir die richtigen Teile? Wir suchen quasi das hier. Sowas hier, wo wir mindestens 2 davon dran haben, dass wir bloß die Hälfte wegschmeißen müssen. Nicht, dass wir noch 3/4 davon wegschmeißen müssen. Das wäre irgendwie cool, wenn wir sowas nochmal wieder irgendwo sehen würden. Vielleicht finde ich das auch noch jetzt hier beim Überflug, während ich abmoderiere. Gut, also dann, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir es beim nächsten Mal wiedersehen. Und ich betone das riesig immer auch so, weil ich es auch wirklich so meine. Also ich freue mich immer über jeden, der hier mal reinschaut, jeden, der einen Kommentar da lässt. Und ja, wenn da noch ein Abo bei abfällt, ne? Viel schöner. Kann es kaum laufen, sagt man da als Adlöbt. So. Das glaube ich, der Köln war dann. Naja, ja. Bis denn. Tschüss.